Spotskamerador Görki am Start. In diesem Video geht es um die Eiweißlüge. Klar, ein sehr hart gewählter Titel. Ich möchte euch einfach mal kurz erklären, was ich damit meine. Und zwar, bestes Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio, bin fertig und dann in der Umkleide. Die anderen, die gerade auch mit dem Training fertig geworden sind, schnappen sich erstmal einen Eiweißshake direkt so schnell wie es geht und scheppern sich das Zeug rein. Und ich denke mir immer, wieso? Ja, und das ist einfach so ein Ding, wo ich ein bisschen die Marketing- und Nahrungsergänzungsindustrie so ein bisschen anprangern möchte, weil halt oft damit geworben wird, zum Beispiel, dass ein Whey-Protein, also ein Molke-Eiweiß, sehr, sehr schnell aufzunehmen ist. Dass es ja besonders wichtig ist, dass man es direkt unmittelbar nach dem Training zu sich nimmt und da wollte ich jetzt mal drauf eingehen. So eine Resorptionszeit, also die Aufnahmezeit des Molke-Eiweißes, also des Whey-Eiweißes, Proteins, liegt bei ca. 30 Minuten, also er nimmt es sehr, sehr schnell auf. Aber da frage ich mich erstmal, Punkt 1, wieso nimmt man das dann direkt nach dem Training? Sollte man das ja eigentlich während des Trainings nehmen oder kurz vorher, ja, oder vor dem Training, da das ja dann wirklich parat ist, wenn man gerade fertig ist. Ja? Erstmal der erste Punkt, wo ich denke, was macht das für Sinn? Ja? Und genau das ist der Punkt, den ich ansprechen möchte, weil wir eigentlich, wenn wir uns vernünftig ernähren, über den Tag verteilt auch unseren Eiweißbedarf decken, ja, mit mehreren Mahlzeiten, dann ist es total unnötig, erstmal, dass wir einen Shake auf jeden Fall zu uns nehmen und zweitens, dass wir ihn unmittelbar nach dem Training nehmen, um da irgendwie schnell was aufzuholen, weil unser Körper hat eigentlich dann eine sehr beständige Aminosäurebilanz, das heißt, wir sind niemals nüchtern von Protein und Eiweiß. So fällt das Whey-Protein als schnelle Aufnahmemöglichkeit nach dem Training eigentlich weg. Das ist halt ein schöner Marketing-Gag, um zu sagen, hey, wir brauchen unbedingt das Whey-Protein, um es besonders schnell aufnehmen zu können. Oder wir brauchen das Casein, um damit es langsam aufgenommen wird. Da können wir auch einfach abends ein bisschen Quark futtern oder ein bisschen Milcheiweiß, ja, in Form von Joghurt oder keine Ahnung was. Zumindest ist das ein Punkt, der für mich in der Kritik steht, einfach den Leuten zu sagen, wir brauchen, dass mal schnell aufgenommen wird. Und wenn man noch mal im Internet guckt, auf jeder Seite, wo man mal was mit Whey-Protein sieht, ist es wirklich suggeriert, dass man das unbedingt wegen der Aufnahme braucht. Und ja, das ist einfach ein Punkt, den ich mal hier anprangern wollte. Der zweite Punkt, wieso habe ich trotzdem Whey-Protein zu Hause? Ganz einfach, es geht um die Aminosäurebilanz. Das heißt, wir haben beim Whey-Protein ein relativ hochwertiges Eiweiß. Hochwertig, da bezieht man sich natürlich immer auf die biologische Wertigkeit. Ja, ist einfach ja, so eine Art Bilanz, wo man sieht, welche Eiweiß oder Aminosäuren bzw. Aminosäuren vom Körper besonders gut, ja, umgewandelt werden können in eigenes Eiweiß. Da geht es auch teilweise um die Schnelligkeit, aber im Endeffekt hat hier das Whey-Protein einfach die höchste Priorität, also von den BCAAs zum Beispiel auch, weil einfach die Aminosäurestruktur, die wir dort haben, gerade auch in tierischen Eiweißen, ähnlich ist der Struktur des Menschen. Ja? Das heißt nicht, dass pflanzliches Eiweiß schlecht ist, aber genau das sage ich auch damit, wir können einfach über den Tag verteilt zum Beispiel auch etwas mehr pflanzliches Eiweiß zu uns nehmen, dann brauchen wir auch kein tierisches Eiweiß oder besonders schnell Whey-Protein. Deswegen ist immer so eine Sache, wer wirklich Sport interessiert ist und sich vernünftig ernährt, ja, hat seinen Tagesbedarf eigentlich über die Ernährung auch abgedeckt und muss sich da nicht unmittelbar nach dem Training einen Shake reinpfeffern. Das sollte einfach mal hier so die Aussage sein. Natürlich haben auch Eggprotein zum Beispiel hat seine Berechtigung dadurch, dass es wenig Wasser unter der Haut einlagert oder dass es zum Beispiel auch kaum Laktose enthält für alle Allergiker und so weiter. Soja-Eiweiß ist meiner Ansicht nach nicht die beste Eiweißquelle, weil es auch einfach gentechnisch da so ein bisschen, ja, gedreht wurde an dem ganzen Sojaschrott, sag ich mal. Das wollte ich euch nur mal auf den Weg mitbringen, weil ich immer sehe, wie jeder sich gleich nach dem Training direkt das Whey-Protein reinpfeffert. Natürlich sind ja, kurzkettige Kohlenhydrate, Dextrose nach dem Training ganz gut, um den Glykogenspeicher wieder aufzufüllen. Aber Leute, euer Körper schreit nicht wegen irgendeiner angeblichen katabolen Phase nach dem Training nach einem Whey-Protein. Ja, das braucht ihr nicht unbedingt. Da könnt ihr ganz normal auch mehr Komponenten Eiweiß nehmen oder ein sonstiges Eiweiß. Hauptsache ihr deckt es über den Tag verteilt. Die Aminosäurebilanz bleibt dann. Der Körper nimmt sich nach dem Training die Aminosäuren, die auch teilweise schon morgens oder mittags aufgenommen habe vor dem Training. Die kann er dann besonders gut auch verwerten. Die sind dann auch schon zur Verfügung gestellt. Und wenn ihr das Whey-Protein nach dem Training nimmt, dauert sowieso nochmal 30 Minuten. Deswegen macht das vielleicht auch eher Sinn, vielleicht während des Trainings zu nehmen. Aber dann will er so eigentlich keiner da trinken und eigentlich, wenn ihr gut Mittag esst oder frühstückt, ist es völlig in Ordnung, wenn ihr das nicht unbedingt nach dem Training isst, sondern einfach vielleicht auch mal, könnt abends euch noch einen Shake nehmen, wenn ihr irgendwie Heißhunger bekommt oder sonst was, oder euch das nicht reinpfeffert könnt, so viel Fleisch, Fisch oder auch andere ja, Eiweißquellen. Deswegen nochmal auf den Weg gegeben hier das Ganze, lasst euch nicht verarschen von der Industrie, von wegen schnelle Resorption und so weiter.
Ja, das ist einfach ein bisschen auch übertrieben von denen. Deswegen, ich will jetzt in Zukunft, wenn ich ins Studio gehe, dann nicht wieder irgendwelche 13, 12, 15-Jährigen sehen, die, ich brauche mein Whey-Protein, bin gerade fertig. Und dann stehen die immer so vorm Spiegel, gerade McFit ist immer geil. Ne? Ich meine, ich bin auch nicht die übelste Kante, aber die haben dann gerade so ein bisschen Bäuchlein, ein bisschen Bizeps, dann stehen die ständig so vorm Spiegel und dann schon Shake in der Hand und trinken dann dabei. Und sie haben immer das Gefühl oder die Hoffnung, dass beim Trinken des Whey-Proteins vorm Spiegel nach dem Training der Muskel schon wächst, genau aus dem Grund des Whey-Proteins. Aber da denke ich, da hat die Marketingindustrie eine gute Arbeit geleistet. Da sehe ich immer wieder, das funktioniert bei vielen. Deswegen der Grund des Videos. Haut rein, euer Görg, ich bin weg. Tschüss, ne?